Folge 6 von Metal Gear Solid 5. Wir haben Pass gefunden, letzte Folge, und es dann nicht geschafft, mit ihr hier rauszukommen. Dennis hat es nicht geschafft. Ja, Karin hätte es natürlich sofort hinbekommen. Auch nicht geschafft. Sag das nicht. Und weg ist er. So, jetzt hatten wir das Problem, dass hier jetzt gleich zwei Typen um die Ecke kamen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass das diesmal besser läuft. Das lief ja gar nicht so schlecht, nur dann plötzlich stand da ja wieder irgendwie einer, der Probleme gemacht hat. Nee, ja. Oder war das nicht so? Ich weiß es nicht mehr genau. Es lief ja mehrere Male schlecht. Es ist tatsächlich schwer, das auf einmal zu begrenzen, ja. So, hier kommen jetzt gleich die zwei Typen. Da kommen sie nämlich schon. Ja, die kamen auch um die Ecke. Also ich würde wieder zurücklaufen und mich in die Ecke stellen. Stell dich in die Ecke und schäm dich. Okay. So, ich bleibe jetzt einfach hier sitzen, komme nicht raus. Letztes Mal habe ich meinen Kopf vorgestreckt, das war falsch. Warte jetzt hier. Wobei ja nur der eine rumgekommen ist, ne? Der ist ja in die runtergerannt, der andere irgendwie nicht. Nee, doch, der andere auch, aber der ging nicht. Ach ja, er kam später, genau. Und dann hat er mich, genau, dann ging es nicht. Ich habe R2 gehämmert, wie blöd. Also die angreifen. Ich dachte, du warst nicht in der Deckung. Ja, genau. Aber manchmal rastet er gleich nicht gleich richtig ein und dann hat man die Arschkarte. Wie, jetzt kommen sie gleichzeitig? Vorhin kamen die nicht gleichzeitig. Das ist irgendwie blöd. Weil jetzt sieht er dich ja. Oder? Ja. Das ist ja blöd. Das Spiel hat Varianten. Ja. Oh, dieser Alarm. Der geht mir jetzt auch schon langsam auf die Nerven. Ein bisschen. So. Die Jungs hier müssen zur Seite tragen. Ach so, oder? Nee. So, geht doch. Wenn ich Glück habe, kommt jetzt nur einer irgendwie. Den mache ich dann noch kaputt. Da war doch eben ein Schuss. Wo? Ich habe nichts gehört. Mir war so. Lebt er noch? Weiß ich nicht. Der atmet noch. Nee, er wackelt. Ich glaube, er wackelt nur. Ich kann jetzt auch nicht auf seinen Kopf schießen, weil... Da doch, da ist er doch. Ja. Und jetzt ist er wieder aufgewacht. Der war wirklich noch am Leben, der Typ. Das wollen wir ja hier nicht. Also lebensverlängernde Maßnahmen befürworten wir nicht. Gut. Bin nicht so glücklich gerade. Wenn du die Kamera noch schnell kaputt schießt? Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Und aufpassen. Ja. Da ist keiner. Okay. Okay, na dann können wir doch eigentlich, wenn jetzt Ruhe ist. Nein, der Alarm ist ja noch. Ja, wenn der Alarm vorbei ist, meine ich. Da vielleicht rausgehen. Wenn sie den Alarm auch jemals wieder ausmachen. Vielleicht hat er ja keinen Ausknopf. Stimmt, die kann man nur einmal anmachen und dann ist der an. Ja. Ich höre was? Die kommen die Treppe runter, glaube ich. Ja, klar. So, Jungs. Aber haben die jetzt Verstärkung gerufen? Nee. Ne? Jedenfalls nicht offensichtlich. Siehst du? Alles gut. Und die stapeln sich hier hinten langsam, aber... Der eine lebt noch, glaube ich. Oder hat er so ein Dreieck auf seinem Kopf? Ja, das ist, dass er nur bewusstlos ist. Okay. Na, Alarm ist aus. Und die Kamera ist kaputt. Und weil das während des Alarms kaputt gegangen ist, gehen sie vielleicht auch nicht nachgucken. Gut, dann probier's jetzt einfach nochmal. Ja. Immerhin versuchen wir immer noch hier rauszukommen. So, Patze. Kommen Sie mal mit. Schön auf die Schulter. Sehr gut. Ja, da vorne ist immer noch einer bewusstlos. Ja gut, aber bewusstlos heißt ja, der ist für immer und ewig bewusstlos. Sicher? Scheiße. Entschuldigung. Entschuldigung, pass. Aber schon wieder zwei Leichen weg. Ne? Na gut, vielleicht geht die auch einfach mit der Zeit weg. Aber hier unten scheint mich jetzt keiner wahrzunehmen, wenn ich hier schieße.
So mal ein Schuss. Merkt keiner. Guck mal, die Beine sind zusammengeknotet. Bei wem? Bei Pass. Da siehst du, das ist ein Seil. Vielleicht können die einfach mal das lösen, dann kann sie alleine laufen. Zwei. Drei. Drei, oh Gott. Krasse Scheiße. Jetzt lasst mich doch einfach mal in Frieden, ey. Boah, wie viele stehen denn da noch rum? Und wenn jetzt alle kommen? Calling off the search. Das ist sehr gut. Jetzt darf ich nicht mein Köpfchen nach vorne strecken, ne? Mein alter Fehler. Guck mal, jetzt gehen sie wieder. Ja, die verkrümmeln sich alle genau in die Richtung, in die wir auch wollen. Das ist vielleicht ungünstig. Naja, vielleicht sind die ja dann... Ja, vielleicht sind die wieder irgendwie in einem Gebäude dann sozusagen. Trinken Kaffee, mach Pause. Ich wollte auch gar nicht die Waffe wechseln, ich wollte sie aufnehmen. So. Dum, 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 dum. Oh, die soll nicht so viel da vorne sein. Aber der zielt in die andere Richtung. Ja, ich glaub, der... Bei dem bin ich mir nicht so sicher, was der will. Der guckt in die genau andere Richtung. Ich habe irgendwie Angst, trotzdem weiterzugehen. Ich habe auch Angst, dass einer die Treppe runterkommt. Ich habe eigentlich bei allem hier Angst. Oh Gott. Mann, ich will doch hier einfach nur weggehen. Habt ihr nicht die Suche schon abgeblasen? Hatten wir das nicht eben gerade besprochen? Eigentlich schon. Ach, guck mal, jetzt sind sie wieder auf normaler Patrouille. Das ist ja gut zu wissen. Ich höre trotzdem Schritte. Da hinten kommen wieder zwei. Jetzt fängt das alles wieder von vorne an, Karin. Wie? Naja, wir haben ja normal vorhin die Leute bei der normalen Patrouille gestört, als die zwei da runterkamen zu uns. Ja. Die haben wir ja dann ausgeschaltet. Ich nehme mal an, dass jetzt die... Ach, guck mal, die sind wieder weggerannt, oder? Kann das sein? Ich glaube, die sind da in die andere Richtung gerannt. Ich guck mal kurz. Ich dachte, jetzt kommen halt wieder von vorne die gleichen Leute. Ah, guck mal, die Kamera ist aus. Ja, ich probiere es jetzt. Das wird was. Zu aufregen. Vertrauen muss man haben. Duki, duki, duki. Da ist keiner. Duki, 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 duki. Da kann ich einfach hoch. Und dann haben wir nämlich schon mal wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht. Mhm. Man muss optimistisch. War der eigentlich noch tot, oder? Nee, der war... Da war ja einer. Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das haben wir schon... Das war in, einem anderen Durchgang, glaube ich. Jetzt könnten wir eigentlich... Ach nee, der ist hier, ne? Zwischen ja, den Dingern. Zwischen, beim letzten Mal zumindest. Beim letzten Mal. Jetzt ist er nicht Fuck. Da. Vielleicht haben wir den jetzt schon erledigt. Das wäre schön. Ich stehe jetzt hier bestimmt hinter irgendeiner Ecke und ich laufe dem wieder voll rein. Mal oben, ob der auf dem Gang, aber da hätten sie sich schon gesehen. Oder? Ja, ich glaube auch. Ich gehe trotzdem noch mal ganz kurz hoch. Mhm. Mal schauen, dass ich hier wirklich nichts übersehe. Nee, sieht gut aus. Also wir sind hier relativ unter uns erstmal. Nur Pass und ich. Und du. Also wir. Sehr schön. Und die kaputte Kamera. Das sowieso. Die war, glaube ich, ganz schlau, die noch rauszuschießen. So. Jetzt versuchen wir da vorne rauszukommen. Das wird ein Spaß. Da werde ich jetzt aber erstmal Pass hier ablegen. Oh, er speichert! Er speichert! Er speichert, das ist sehr gut. Wir müssen das nie wieder tun. Da kommt schon mal einer hier in die Richtung gelaufen. Vielleicht will er durch die Tür, dann können wir ihn hier gleich... Mhm. Ey, komm! Nee! Wie ist denn jetzt aufgegangen? Aber er hat weil ich direkt daneben stand. Ja. Er hat gerade gespeichert. Dann lade ich das jetzt nochmal, ja. Weil ich nicht finde, dass die Tür unbedingt aufgehen muss. Bitte lass den Speicherpunkt wirklich da gewesen sein. Aber da stand der Speichern. Ja, da stand Speichern. Und da war auch Speichern. Wo hat er uns jetzt abgesetzt? Bist denn du? Ah, vor dem Gebäude. Oh, scheiße.
Wir sind schon draußen. Also noch besser. Müssen wir die Tür nicht aufmachen. Aber hier wird einfach hier ist einfach so viel Licht und so viel Scheiß. Soll ich die nicht erstmal ablegen? Soll ich es mal ablegen? Hier mitten im Licht ablegen? Ja. Naja gut, ich habe ja keine andere Wahl. Kannst du mal so kartentechnisch gucken, wie es aussieht? Ja. Also wir sind jetzt dort und wir wollen... dahin. Einfach durchrennen. Da könnten wir hin. Warte mal, das haben wir... Da ist unsere Landezone, wo wir Chico abgegeben haben. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Meinst du die nicht? Ich weiß halt, die sind halt rot, ne? Ich weiß halt aber nicht. Die andere ist auch rot. Nee, die ist rot und die ist weiß. Ist die weiß? Nee, die ist auch rot. Also ich sehe... Ja, die ist ein bisschen heller. Oder? Die ist schon heller. Also vielleicht ist das im Hintergrund. Vielleicht liegt es auch mal... Okay, wir können es zu der Landezone geradezu probieren, aber trotzdem müssen wir uns ja hier irgendwie den Weg ein bisschen frei machen. Weil sonst... aber einfach nur geradezu, sozusagen. Wissen wir jetzt Bescheid. Ist halt nur die Frage, wie da hinkommen. Mit dem Panzer könnte man halt so ein bisschen Ärger machen. Wäre schön, wenn hier wieder ein Auto langfahren würde. Ja, das wäre echt. Na, das Auto steht ja da drin. Das ist das, mit dem wir gekommen sind. Kann man damit auch fahren? Ja, klar kann man damit fahren. Na, dann legst du da hinten rauf und fahr los. Ja, aber die bemerken, also die wissen ja dann, dass ich das bin. Okay, na gut. Also ich glaube, die merken schon, dass ich das Auto geklaut habe. Die denken dann nicht, ich bin ein normaler Lastwagenfahrer. Werde ich jetzt mal annehmen, einfach. Guck mal, hier kommt man auch irgendwie rein. Aha. Oh, guck mal, hier ist auch ein Patch. Also haben wir nochmal einen mitgenommen. Geil. Habe ich den jetzt eingepackt? Nee. Jetzt. 1 von 9, das hat sich gelohnt. Du bist zu fett, du kommst da nicht rein. Ich will aber. Ich will, ich will. Du bist zu dick. Hä? Das muss doch aber gehen. Doch, klar geht das. Ich meine, da komme ich jetzt nicht mit Chico mit Pass raus, aber zumindest kann ich ja mal schauen, ob wir irgendwie von hinten irgendjemand ausschalten. Ist da vielleicht der Weg rein, ja. Der umständliche. Der total super schlau, der nur halb so schlau war wie unserer. So, da stehen, natürlich. Naja, gut. Es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade so safe und... Load-Ding-mäßig mache, aber ich möchte jetzt hier nicht ewig rumballern, ehrlich gesagt. Go ahead to the chopper. To the chopper. Einfach mal hier lang gehen. Vielleicht kommt man ja hier sogar lang. Mal schauen. Was ist denn der Chopper? Hubschrauber. Ach, immer noch. Englische Wort für Hubschrauber. Ist das jetzt hier direkt schon? Nee, eins weiter links, ne? Der nächste da. Okay. Gucken wir doch mal. Vielleicht. Nee, den Hubschrauber ruft man hier. Danger high. Und was bedeutet das? Heißt das, ich darf nicht den rufen oder heißt das, ihr kommt halt trotzdem? Das wäre jetzt ja das. Heiße Zone, aber guck mal, es lädt doch irgendwas. Also, ich glaube, das ist schön zu kommen. Das wäre sehr schön. Ja. Da ist ein Typ auf dem Dach. Den hätte ich vielleicht wirklich noch vorher ausschalten sollen, weil der nervt echt. Zu weit weg, ne? Ja, so ein bisschen wirkt so. Also vielleicht schläft er nach einer Minute oder so ein, das weiß ich jetzt nicht. So, den habe ich auf jeden Fall getroffen. Dauert aber auch ein bisschen, weil ich ja keinen Kopfschuss machen konnte. Ach, guck mal, der oben ist eingeschlafen. Das ist doch okay, sehr der? Gut. Kippt der auch mal so um? Ich weiß nicht so genau. Nee. Jetzt schlaf halt ein, Alter. Guck mal, der kämpft schon mit dem Schlaf. Glaube ich. Ist irgendeine Leuchte. Ja, jetzt ist er. Morgen. Und da kommt unser Heli, da kommt er. Oh Gott. Oh, wenn das jetzt klappt, das wäre so... Das wäre super. Pornös. Okay. Nein. Nicht auf meinen Heli schießen.
Komm, komm. Nein, nein! Nein, nicht der Helikopter. Was? Lauf hin. Ja, ja, ja. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Ja! Aber Snake muss auch mit rein. Target Side, nein! Aber wir sind entkommen! Yes! Scheiße. Okay, wir probieren es nochmal. Und diesmal besser. Machen wir es wieder vom Gleichen? Ja, vielleicht ist es schlauer, da irgendwie wegzukommen, oder? Das dauert aber so lange. Vielleicht aber doch mit dem Auto. Wollen wir es einfach mal probieren? Ja, bitte. Da hinten steht noch einer. Zwei. Das hat es hier gespeichert. Na, ist egal. So. Guck mal, was sagt mir der? Guck mal, du kannst sogar vorne rein. Können wir ihn einladen? Mal gucken, vielleicht können wir hier sogar irgendwie... Ganz unauffällig einfach rausfahren. Ich bin nur der kleine Trucker. Interessiert euch nicht für mich. Im Dunkeln, das sieht doch keiner, dass du das... Merkt kein Mensch, das... Guck mal, der speichert doch die ganze Zeit irgendwie einen Quatsch. Wenn ich da an den Panzer vorbeifahre, das merkt kein Mensch. Warte mal, wo muss ich denn jetzt... Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss einfach die Straße geradeaus, um die Ecke und dann runter. Um die Ecke und dann... Und da war es ja auch schon. Dann also hier dann hinter dieser Brücke oder hinter diesem Übergang oder so muss ich dann... Genau, da sind wir ja auch eingestiegen. Weißt du? Okay. Bei diesem Trampelpfad. So. Lalalala. Tja. Ja. Fahr jetzt einfach. Los. Ja. Ich triff dir keiner. Okay. Das gut. War... Irgendwas ist da schiefgelaufen. Bin mir nicht 100% sicher. Oh aber. Mann, das kann doch nicht sein. Das kann schon sein. Nein, kann es nicht. Ja, und nun? Guck mal, jetzt sind wir. Wo sind wir jetzt? Da, wo wir angefangen haben, mit dem Truck hier. Ah, okay. Pain is an illusion. Nee, die ist schon relativ real, wenn man so aussieht wie du zumindest. Meine Süße. Ich probier das jetzt noch einmal. Vielleicht können wir irgendwie. Und diesmal besser. Diesmal mache ich es richtig einfach. Wie willst du es denn richtig machen? Weiß ich nicht. So, also jetzt da, dann gerade und dann einfach dem Weg folgen. Der Panzer steht hier vorne. Jetzt steht er woanders, ne? Vorhin stand er mit dem Weg. Na, wir gucken mal. Vielleicht ist es ein Vorteil. So. Nee, hier wollte ich mich mal hinsetzen eigentlich. So ein bisschen ärgerlich, dass die einen sofort bemerken. Was ist da in diesem roten... In der roten Tür drin. Ja, die sehen einen sofort, also. Ist ja blöd. Aber diesmal. Du bist. Nein, du bist falsch gefahren. Nein, ich fahr super. Bist du sicher, dass du mit mir in einem Auto in Urlaub fahren willst im Sommer? Nein, nicht in einem Truck. Das ist vielleicht. Und nicht im feindlichen Gelände. Jetzt fahr da runter. Nein. Jetzt überfahre ich die Typen da unten, ne? Ja. Ach, die können ja dann nichts. Die können überhaupt nichts. Bumm. Ups. Dein Target. Ja. Achso, du musst nur einen erschießen. Ich muss noch ein paar erschießen hier. Ja, jetzt ist hier nochmal ein bisschen Action, so wie sich das für einen Showdown gehört. Genau. Ein Schoffendoffen. Oh, da kommen immer mehr. Wirft doch eine Granate. Doch, ja, das lohnt sich doch gar nicht. Da müssen doch mindestens mal zwei zusammenstehen, wirklich. Oder mit der Panzer. Vielleicht lohnt es sich für den Panzer, ich weiß es nicht so genau. Aber den Panzer kann ich jetzt ja nicht ausschalten. Also, ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Snake and Panzer. Ja, Snakes and Panzers. Wir hätten gleich einfach alle töten sollen und dann gemütlich mit denen rausspazieren sollen. Ich weiß nicht, ob das immer die schlauste Methode ist. Ah, fuck it. Ich komme jetzt an den Panzer vorbei. Weil Pass steht ja leider direkt daneben. Oh, was macht denn der da? Ich glaube, der ist irgendwie, hat sich festgefahren. Hat sich festgefahren, ja. Was machst du? Ja, es kommt ja jetzt hier auch nicht irgendwie sinnvoll weg oder so. Also, kann mich auch umbringen. Ich wollte eigentlich zum Panzer hinrennen und gucken, ob ich den irgendwie so manuell ausschalten kann. Weißt du, so reinklettern oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Animation gibt. Also, okay, der Panzer und die Leute, die da vorne stehen, die sind auf jeden Fall schon mal ärgerlich. Ja. Das heißt, vielleicht die Leute erstmal ausschalten, vielleicht den Panzer ausschalten und dann da lang. Genau. Machen wir es in der nächsten Folge? Machen wir nächste Folge. Gut. Bis dann.